Warum tragen Sie keinen Fahrradhelm? Weil ich nicht so viel unterwegs bin, nur ganz kurz auf sicheren Strecken und aufpasse. War ich eh nicht hinfall. Mir passiert schon nichts. Für mich persönlich zu warm und sieht scheiße aus. Seit 50 Jahren bin ich Radfahrer, ja? Seit 50 Jahren. Nie ein Problem gehabt. Es sind andere Teppen, die fallen um und haben trotzdem einen Helm und sind sie unter die Räder gekommen und sind sie tot oder verletzt oder so. Ich fühle mich beengt. Ich habe mal einen getragen, aber es ist schön, so einfach frei zu sein. Und ich denke, ich fahre vorsichtig genug und achte auch auf den Fehlern von anderen. Ich habe jetzt seit 160 Kilometern den Helm aufgehabt und als wir heute Morgen gestartet sind, habe ich den abgezogen, weil es einfach so warm ist. Normalerweise trage ich immer einen Helm. Weil wenn mir was passieren würde, dann wäre es nicht nur für mich ein Problem, sondern für meine Frau und mein Kind auch. Weil es einfach gefährlich ist, ohne Helm Straßenverkehr zu fahren und ich schon mal einen Fahrradunfall auch hatte, wo vor mir so eine Autotür aufging und ich frontal mit dem Fahrrad reingefahren bin mit Salto oben drüber. Und da hatte ich noch keinen Helm. Hatte voll Glück, ist nichts passiert. Außer so ein paar Schnittverletzungen, aber seitdem trage ich Helm. Ja, es ist kein großer Umstand und wenn was passiert, dann ist es einfach viel besser, einen Helm zu tragen. Da kann man einfach jeden Notfallarzt fragen. Und eine allgemeine Helmpflicht, was hältst du davon? Ehrlich gesagt, soll jedem selbst überlassen sein. Eigentlich ist bekannt, dass Helme schützen. Und deshalb müsste nicht nötig sein, eine Pflicht draus zu machen. Ja, würde wohl Sinn machen. Warum? Naja, dann würden die Leute eher einen Helm tragen wahrscheinlich, wenn sie dafür bestraft werden, wenn sie keinen tragen. Fände ich gut. Wenn ich mit meinem Enkelkind unterwegs bin, trage ich den auch immer vorbildlich. Da sollte man vorher noch ganz andere Sachen verbieten oder zur Pflicht machen, bevor man jetzt jeden dazu zwingt, einen Helm aufzuziehen, würde ich sagen, ja. Also ist sicher nicht schlecht, aber ich möchte es nicht aus egoistischen Gründen. Ich würde ständig dagegen verstoßen. Also das ist schon ja die Verantwortung von jedem selbst, einen Helm zu tragen. Ob man die Leute jetzt dazu zwingen kann, ob das so sinnvoll ist, glaube ich eigentlich eher nicht.